Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Reaction auf KuchenTV Uncut. Wir reagieren heute auf Dekadent. Wobei, warte, er ist halt der einzige YouTuber oder Streamer, der den Chat auf der Seite hat. Gut, dann schieben wir das hier rüber. Ich dachte, ich bin klug. Ja, Dekadent hat eine Reaction gemacht auf, warte, jetzt hier Anna TSG. Dankeschön erstmal für den Sub. Warte, das schieben wir mal auf die andere Seite. KuchenTV Uncut Zuschauer kotzen schon im Strahl. Hätten sich aber auch den Livestream angucken können. Link ist der zweite in der Beschreibung. Folgt mir gerne auf Twitch. So, Dekadent hat auf jeden Fall auf die Space Frogs reagiert. Die haben nämlich ein Video über, ich glaube, kulturelle Aneignung oder so gemacht. Und da schauen wir einfach mal rein. Dekadent, unser super woke Linke. Das kann nur lustig werden. Hallo YouTube, wir sprechen heute wieder über euer Lieblingsthema, um Inklusion in Videospielen. Ich kann mich selber kaum halten vor Freude, denn es ist ein Video der Space Frogs. Die Space Frogs haben ein Video rausgebracht mit dem Titel Das Everdrop mit so einem zusammenarbeite, finde ich auch. Inklusion auf Kosten der Fans. Und da weiß ich, Mops freut sich schon. Mops, hör auf, du bleibst hier, mein Freund. Du guckst dir das mit an. Du guckst dir das mit an. Ich bin auch geimpft. Da gibt's kein Drumrum. Kein Weg. Kein Weg. Kein Weg weg. Ich lass Caps Lock an. Na, vielleicht wird's ja nicht. Also. Vielleicht wird's ja nicht schlecht. Wer weiß denn? Die Leute auf YouTube haben mir immer geschrieben in den Kommentaren, die ich nicht lese. Entschuldigung, die ich immer lese. Haben die Leute auf YouTube immer gesagt, Karl, sei doch nicht immer so negativ direkt vorweg den Space Frogs gegenüber. Das sind eigentlich tolle Menschen und deswegen versuche ich heute ein bisschen positiver zu sein. Ja, ich finde, Dekadent ist grundsätzlich auch so ein unangenehmer Mensch irgendwie auch in seinen Streams und so. Also ich weiß nicht, warum der so eine Reichweite hat. Also gut, wahrscheinlich, weil er halt irgendwie so ein Walker-Linker ist und dann gucken den halt andere Walker-Linke so. Aber ich finde das so unangenehm irgendwie. Oder so die Art. Ja, so dieses Arrogante, aber nicht so dieses so irgendwo noch sympathische Arroganz, sondern wirklich so zu 100% unsympathisch einfach. So, wenn du den irgendwie in der Bar siehst und du hast den Platz neben ihm, du gehst einfach. Du denkst dir so, nee, da will ich gar nicht, ich will gar nicht irgendwie in der gleichen Bar sitzen wie dieser Typ. Ardian, dankeschön für den Tier One-Sub hier. Einfach ein bisschen, versteht ihr? So ein bisschen, oh, ja, hoffentlich fang verkacken. Doch an. Nee, das wie viel, warte, wie viel Subs kriegt der eigentlich? Guck, was ist das denn? Negativ, Karl. Wird bestimmt ein super Video sein. So ein Ding ist das. Wird bestimmt ein gutes Video sein. Hoffentlich. Steve, ich habe unsere Statistiken angesehen und ich glaube, wir brauchen einen dritten Space Frog. Ah, okay, irgendwer, warte, ja, doch, der junge Menschen anspricht. Am besten weiblich und nicht so weiß. Hä, ist das Rassismus? Haben die jetzt da gerade Andershäutige als Hunde beleidigt? Ich denke, Frauen sind wie Hunde, was soll denn das? Medien sind gerne progressiv und flexen mit ihrer Political Correctness. Inklusiv, divers, aber vor allem, ey, guck mal, eine Frau! Guck mal, eine Frau! Ihr wisst schon, all diese lustigen Stichworte, wo die meisten Leute... Ich hab schon keinen Bock mehr. ...Leute in Deckung gehen, weil sie wissen, gleich ist der Shit super am Dampfen. Was ist das? Ein Schwarzer in Star Wars? Was ist das für ein scheiß Wokesinn, Mann? Das ist historisch nicht akkurat. Wegen so toller, toxischer Leute gibt es oft keine anständige Diskussion über Kritik, die eigentlich berechtigt ist. Denn das, was man in diesem Zusammenhang gerne beobachten kann, ist die Verpoppung von populären Dingen. Was? Ich mach mich jetzt wieder unbeliebt, Freunde. Bisher haben die doch recht. Also bisher haben die ja eher so diese Leute kritisiert, so, das ist auch so eine Sache, die ich halt nicht so, ja, gut, verstehe ich die oder verstehe ich die nicht, gute Frage, ich würde sagen eher nein. Es gibt ja wirklich Leute, die sich zum Beispiel aufregen, hier, es gab doch irgendwie bei Bridgerton, glaube ich, das ist ja irgendwie so eine Serie irgendwie Mittelalter, keine Ahnung, und da gibt es ja auch irgendwie so schwarze Hauptcharaktere und da gab es irgendwie wohl auch Kritik, die irgendwie gesagt haben, ja, aber die Schwarzen, die waren ja im Mittelalter, wurden die ja versklavt, die hatten ja gar nicht so hohe Positionen, das ist ja wirklich unrealistisch, wo ich mir so denke, Digga, wen juckt es denn, ob der Typ da schwarz ist oder nicht? So, also das ist wirklich, so, das ist halt einfach dumm, aber wo ich auch sagen muss und wo die wahrscheinlich auch so ein bisschen mit hinaus wollen ist, also ich finde, wenn du zum Beispiel so Vorlagen hast in einem Buch, so, wo ganz klar zum Beispiel die Person halt beschrieben worden ist, so, dann sollte das die Person auch sein, dann im Film, so, ne, und es ist ja wohl, glaube ich, auch irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon geändert wurde oder ob das ein Vorschlag war, ich glaube, um Oscar zu gewinnen, musst du sogar irgendwie so inklusionsmäßig jetzt unterwegs sein, dass du mindestens eine anders hautfarbige Haupt- oder Nebenrolle oder sowas haben musst und irgendwie müssen da auch Frauen dabei sein. Irgendwie da gab es so komische Regeln auf jeden Fall. Und weiß nicht, da muss ich auch wieder sagen, das finde ich halt weird, denn wenn du jetzt wirklich was, zum Beispiel eine Buchvorlage hast, wo wirklich alles halt vorgegeben ist, willst du dich ja logischerweise auch an diese Vorlage halten.
Und dann halt zu sagen, ja, okay, aber jetzt müssen wir halt irgendwas im Buch ändern, damit wir die Chance haben, Preis zu gewinnen. Weiß nicht, sowas checke ich dann halt wieder nicht, ne? Ich weiß nicht, ob die das halt wirklich geändert haben. Ich habe das auf jeden Fall mal gelesen, dass sie das vorhatten. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich getan wurde. Es gibt einen Unterschied zwischen berechtigter inhaltlicher Kritik und der Umsetzung von Sichtbarkeitsproblemen. Beispiel: Ist es wichtig, Frauen sichtbarer zu machen? Auch in Spielen und im Fernsehen und in Serien und im Kino und. Ja, sichtbarer mit weniger Klamotten. Oder, Rüdiger? Nein, Spaß. Ist mir scheißegal, Digga. Wirklich. Alina, dankeschön für den Sub. Mann, ich bin mit Tomb Raider aufgewachsen. Okay, nein, bin ich nicht. Bin mit FIFA aufgewachsen. Und da gibt es jetzt Frauenmannschaften, die irgendwie keiner nutzt. Aber es gibt sie. Ja, ist es. Ist Ghostbusters mit 4 Frauen trotzdem ein Scheißfilm? Absolut. Inklusion und Sichtbarmachung von marginalisierten Gruppen ist sehr wichtig. Man muss es nur richtig machen und nicht auf Krampf. Ja, genau. David Hein hat da mal ein sehr, sehr gutes Video zugemacht. Denn in der Vergangenheit wurden schon starke Frauen präsentiert. Ja? Sigourney Weaver in Alien, eine der stärksten Frauen aller Zeiten. So vom Auftritt und von der Charakterrolle. So, das ist das, was man mehr braucht. Oder die Freundin von Orange Morange, auch sehr stark, ne, auf OnlyFans vertreten. Finde ich auch gut. Nicht so Spaß, ne. Alles gut. Ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Wie heißt denn die Hauptrolle in Star Wars hat? Ja. So stark und tough kann die ja gar nicht sein, wenn du einfach den Namen nicht mehr weißt. Ja, da gab es doch diese eine heftige Frau da, Dings, hier, wie heißt sie denn? Die eine da bei diesem Film, die ist doch weiblich hier und so. Dem neuen. Rey, ja. Nicht Rey. Das ist ja scheiße. Das hat mir komplett Star Wars zerstört. Das ist, da werde ich auch nicht, da habe ich einen Traum. Was reimt sich auf Rey? Hey? Denke, krieg ich Angstschweiß. Fucking Kylo Ren ist ein trainierter, kurz vor dem Abschluss stehender Sith Lord. Und der ist in einem Lichtschwertkampf unterlegen einem Menschen gegenüber, die dieses zum ersten Mal in der Hand hält. Die Szene kann er ja gar nicht so gut so ablaufen. Ja, Digga, Bayern hat aber auch schon mal gegen Holstein Kiel verloren und ist aus dem Pokal geflogen. Ne? Es ist halt schon möglich, auch mal zu verlieren. Ne? Kylo Ren kämpft mit einem Lichtschwert gegen Rey, die dieses zum ersten Mal in der Hand hält. Pscht, 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 tot. Dankeschön. Das war's. Auf Wiedersehen, Rey. Stinksauer werde ich da. Hat mir alles zerstört. Erster Teil, am Ende. Hätte es kotzen können. Der erste Teil war ja noch okay. War sehr viel Fanservice drin und so. Ne? Also da dachte ich mir, okay, kann ja was werden. Ist quasi eine Kopie von A New Hope. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich habe die neuesten Star Wars Filme nicht gesehen. Also ich schätze mal, meint jetzt Episode 7, oder? Also die ersten 6, also ich muss sagen, die ersten 3 fand ich sehr geil. Die letzten 3, ja, sind halt so alte Filme. Ich feiere so alte Actionfilme irgendwie nicht, weil das halt so, also die Effekte sind einfach nicht gut. Also sind gut für die Zeit gemacht, aber ne, für die heutige Zeit denkst du dir so, Alter, das mache ich mit meiner Kamera auch, wenn ich will. Die ersten 3 fand ich sehr gut, aber ich bin halt einfach kein Star Wars-Film. Ich habe Star Wars Episode 7 nie gespielt, geschaut. So, aber warum mache ich das eigentlich nicht? Bin naja, ich mich mit ab, ja? Und dann kommt das Ende von Teil 7. Kannst du dir nicht ausdenken. Wirst du bescheuert in der Birne. Und dann war ich im Kino noch für Teil 8. Ich glaube, Teil 8 waren wir im Kino noch. Und dann, ich glaube, Teil 8 war die Szene, wo Prinzessin Leia so durchs Universum fliegt. Ne? Da war ich, habe ich Isa angeguckt und gesagt, ich stehe jetzt gleich auf und gehe. Habe ich wirklich gesagt. Ich sage, ich stehe jetzt auf und gehe. Und Teil 9 habe ich bis heute noch nicht gesehen. Das war der Moment, wo Star Wars für mich gestorben ist. Und Star Wars ist eins der größten Inhalte meines Lebens gewesen. Und ich habe Mandalorian nicht geguckt. Ich gucke Boba Fett nicht. Ich habe kein Disney Plus. Ich gucke alles nicht. Will ich nichts mit zu tun haben. Ja. Aber in Mai wird trotzdem reingepayt. Soll ich euch sagen, warum? Fucking Obi-Wan Kenobi. Hello there. Ian McGregor als Obi-Wan Kenobi kriegt sogar mich wieder. Können wir einfach das Stinkt Video sauer, gucken. Wenn ich diese Scheiße. So. Inklusion auf Kosten der Fans. Da haben die Space Rocks recht. Da haben sie recht. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, die Space Rocks haben recht. Was meinen wir mit Verpoppung? Das Ganze runterwaschen. Keine böse Sprache. Keine explizite Gewalt. Keine Kontroversen. Alles Schwierige wird einfach rausgestrichen. Glatt gebügelt. Und etwas poppig für alle zugänglich zu gestalten, ist ja erstmal nichts Schlimmes. Aber nicht alle Dinge sind von Anfang an als Pop-Shit gedacht. Werden allerdings dann runtergewaschen, um neue Zielgruppen zu erreichen. Sauber ist es schon.
Aber ist es auch kristallrein? Kristallrein? Ja, Crystal Meth. Und verlieren dabei aber ihre eigentliche Essenz, die sie ursprünglich... Digga, kennt ihr... Das wurde wirklich ausgestrahlt. Kennt ihr noch diese Waschmaschinenwerbung? Ich glaube mit Roberto Blanco, wo er irgendwie in die Waschmaschine geht und dann kommt er halt als Weißer wieder raus. Ey, wie? Da saßen Leute zusammen im Kreis und dachten sich so, ja Mann, geil. Und dann haben die unironisch Roberto Blanco gefragt, jo, Digga, wir würden dich halt in eine Waschmaschine stecken und dann kommst du als Weißer raus, weil du bist ja dann sauber, so verstehst du? Und er dachte sich so, ja, finde ich gut. Ey, Digga, das ist wirklich, also, meine Güte. Ey, das ist, geht es noch rassistischer? Und das wurde ausgestrahlt, das war okay für alle. So. Und es war nicht so, dass sich dann irgendwer beschwert hat, sondern dachte sich so, ja, Digga, ist okay. Mich erfolgreich gemacht. Manche Leute verlangen sowas aber mit einer Rechthaberigkeit und einer moralischen Erhabenheit, die sehr faszinierend ist. Und das perfekte Beispiel dafür ist die dumme Diskussion um Elden Ring. From Software hat ihrer Community was versprochen und geliefert. Und das ist in der Gaming-Branche momentan unnormal rar, Digga. Ein gutes Game wurde released. Worüber wird sich denn hier gestritten? Na, ist es zu schwer? Ich hätte gerne einen Easy Mode. Das ist übrigens der Grund, warum wir beide auch keine From Software Spiele spielen. Die sind uns zu schwer. Doch wilde Menschen im Internet erscheinen und sagen, yo, dieses Spiel ist nicht inclusive genug. Das ist ableistisch. Diese blöden Entwickler gatekeepen doch nur. Okay, was macht denn From Software? Hä? Also, ich möchte ja direkt korrigieren, ne? Also, Gatekeeping wird nicht von den EntwicklerInnen betrieben, sondern von denen, die sagen, ein Easy Mode darf es nicht geben. Das ist Gatekeeping. Ja. Okay, EntwicklerInnen, er hat jetzt gegendert. Jetzt müssen wir genau gucken, wie oft gendert Dekadent nicht. Versucht mal da aufzupassen, wenn er irgendwas sagt. Ich wette, er vergisst es ein paar Mal. Und ableistisch ist es auch nicht, wenn ein Spiel schwer ist, sondern ableistisch ist es, wenn du dich hinstellst und sagst, scheiß auf Menschen mit Behinderung. Wenn das Spiel denen zu schwer ist, dann sollen die sich verpissen. Ich hasse das, dass ich wieder... Ich versuche jetzt wieder eine differenzierte Meinung abzugeben, ja? Also niemand sagt, ein Spiel ist schwer und deswegen ist es automatisch ableistisch. So, das sagt niemand. Sondern viele Menschen, inklusive mir, stellen sich hin und sagen, wäre es denn nicht geil, wenn man tolle Spiele wie Elden Ring für alle zugänglich machen würde? Insbesondere, wenn es ja im Kern... niemanden verletzt und niemanden die Experience wegnimmt. Ja? Und wenn es dann aber... Auf Twitter wurde das aber oft gesagt. Ich bin da nicht drin. Ich bin so in dieser ganzen Gaming-Szene, bin ich raus. Leute gibt, die sagen, das will ich nicht, weil wenn Menschen mit Behinderung das spielen können, dann ist das nicht mehr so attraktiv für mich. Dann ist das ableistisch. Und dann ist auch die Person nicht ableistisch. Also behindertenfeindlich. Sondern die Aussage ist es. Richtig. Okay, da ist also nur die Aussage ableistisch, aber wenn ich ein Video übers Gendern mache, dann sind nicht meine Aussagen sexistisch, sondern ich als Person dekadent. Ah ja, okay. Wenn jemand etwas Ableistisches sagt, dann ist er nicht automatisch ein Feind behinderter Menschen, sondern hat nur eine Aussage getätigt, die so ist. Was bedeutet ableistisch? Ja, kommt von Ableism, ne? Albus Dumbledore. Diskriminierung aufgrund von Fähigkeiten oder fehlenden Fähigkeiten. Wer spiele so aus? The difficulty in this game is best. Ja, bei Elden Ring, ich weiß nicht. Also ich kenne mich da persönlich nicht mit aus. Ich weiß nur, dass das Spiel tatsächlich irgendwie sehr, sehr hart sein soll. Wobei, David Tyne hat da, glaube ich, ein Video letztens zu gemacht. Der meinte auch, es gibt jetzt nicht so einen Easy-Mode, den du einstellen kannst, aber du kannst halt zum Beispiel mal die ganzen Side-Quest-Dinger und so weiter machen. Und dann halt einfach irgendwann später die Hauptstory weitermachen, die ja dann logischerweise leichter ist, wenn du ein höheres Level hast, bessere Fähigkeiten und so. Aber wie gesagt, ich bin so in dieser ganzen Gaming-Szene nicht drin. Ich sag's euch auch, wie es ist, also Elden Ring wäre für mich auch nichts, also es wäre viel zu hart. Described as, what is the word I'm looking for here? Aber wisst ihr, worauf ich Bock habe und was wir auch in einem der nächsten Streams machen? Guck mal, ich gehe jetzt live auf YouTube, ja, okay, vielleicht werde ich jetzt zerstört, vielleicht nicht. Arenes Kaya, vielen lieben Dank, dass du hier 10 Subs raushaust, dankeschön. Ich werde jetzt einfach hier einen neuen Tab aufmachen, ich hoffe, dass das einfach nur YouTube ist. Wird es mir vorgeschlagen? Wenn nicht, dann wäre es peinlich, dann erzähle ich es euch einfach so. Okay, genau jetzt wird es mir nicht vorgeschlagen, weil ich gehe einfach mal ein bisschen runter, dann können wir mal gucken, wie läuft denn mein Algorithmus? Pilzsporn, dankeschön, dass du hier einen Sub verschenkt hast. Nee, es wird mir tatsächlich jetzt überhaupt nicht vorgeschlagen. Digga, ist doch lächerlich. Das ist doch wirklich lächerlich. Das wurde mir jetzt die letzten 5 Male vorgeschlagen, jetzt auf einmal nicht. Digga, der Vlog war übrigens sehr gut. Wollte ich mir doch noch zu sagen. Und zwar, ich habe Bock auf Lylat Wars, Digga. Kennt ihr Star Fox auf der N64? Ey, Digga, das ist das geilste Game ever. Ich habe gesehen, dass Alt F4 Games das letztens gezockt hat.
im Livestream, also was heißt vor einem Jahr oder so, ich habe richtig Bock mit euch Lylat Wars Star Fox in einem Stream durchzuspielen. Wenn ich es irgendwie hinkriege, dass der N64-Emulator, ich spiele jetzt natürlich auf der Original Nintendo 64, die ich anschließe, aber ich hoffe, dass ich irgendwie meinen PS5-Controller anschließen kann, dann zocken wir das, Digga. Ich habe da so Bock drauf, wirklich. Ich habe das Spiel wirklich früher geliebt. Das war Real Talk so. Ich sage das einfach mal ganz kurz für die Leute, die es halt nicht kennen, dass ihr euch darunter was vorstellen könnt. Das Spiel lässt sich halt extrem schnell durchspielen, irgendwie eine Stunde oder so, keine Ahnung, das ist halt nicht so schwer. Und das Geile ist, das hier, Digga, das habe ich irgendwie auch zum Einschlafen gehört jetzt die letzten Male, das quasi Lylat Wars. Und es ist halt, ich habe das jeden Sonntag, habe ich das durchgespielt immer, wenn ich aufgewacht bin. Weißt du, ich war da irgendwie 9 oder 10 oder so und dann habe ich einfach meine Nintendo 64 geschnappt, habe mich angemeldet, habe wirklich am Morgen irgendwie von 9 bis irgendwie 10 oder so habe ich dieses Spiel gezockt und immer durchgespielt. Und eine kleine Story will ich euch hier nochmal erzählen, sorry für die Kuchen TV Uncut-Zuschauer. Es gibt hier so einen extra Weg, also quasi es gibt zwei Enden in dem Spiel. Du musst hier an der Stelle, warte, mal ein bisschen zurück, hier, ich gehe einfach mal nach vorne. Musst du, wenn du quasi die anderen Planeten bereisen willst, musst du quasi durch diese Dinger durchfahren und dann gibt's, also das ist ja einfach so ein Geheimweg, sag ich mal. Und den habe ich Real Talk nach 5 Jahren selber herausgefunden, weil ich bei meinem Vater gewesen bin, halt am Wochenende zu Besuch. Und dann habe ich irgendwie abends um 21 Uhr habe ich halt noch Dings gezockt, halt, ne, eine Runde Dings. Und er meinte schon so, ja, wir gehen aber in 20 Minuten schlafen. Und ich wusste ja, okay, ich zock das Spiel jetzt eh nicht durch. Und bin aus Spaß einfach mal da durchgeflogen und auf einmal habe ich diesen neuen Boss freigeschaltet. Digga, ich konnte die ganze Nacht nicht pennen, weil ich mir dachte, boah, die ganze Welt steht mir jetzt offen. Ich habe das Game geknackt, Digga, scheiße. Ja, deswegen heftig. Kann ich euch, das werden wir irgendwann machen auf jeden Fall. Gibt's bei Switch Online, glaube ich. Das wäre noch nicer. Aber kann ich mir nicht vorstellen, oder? Total fucking horseshit. Nicht umsonst ist es ja bereits ein Meme. Leute beschweren sich über From Software Spiele. Geht Gott. Also sich im Internet darüber zu beschweren, dass ein Spiel zu hart ist, ist auch irgendwie eine Einladung. Okay, das Gegenargument ist ja jetzt, einen Easy Mode in dem Spiel einzufügen, nimmt den Leuten ja nichts weg. Es fügt ja nur was hinzu. Und zwar ein Scheißhaufen voller Arbeit. Ich glaube, die Leute unterschätzen das, wie viel mehr Arbeit es ist, in einem Spiel mehrere Schwierigkeitsgrade einzufügen und die zu balancen. Erstmal verlangt es eine ganz andere Art von Coding und ein Spiel nur auf einer Schwierigkeitsstufe zu machen. Also ich bin jetzt kein Spieleentwickler, aber ich habe schon mal mit jemandem gesprochen und der hat gesagt, es ist halt nicht so schwer. Also gute Unterschiede. Gutes Argument, ja, ich habe auch schon mal mit jemandem gesprochen und der meinte, die AfD ist auch gar nicht so schlecht, Digga. Ich selber kenne mich jetzt mit politisch nicht aus, aber es hat der Kollege von einer Freundin, der Vater, der Kfz-Mechaniker, der hat einen Bruder und die Schwester von dem hat das gesagt. Geiles Argument. Ey, Digga, Karl, wirklich. Also jemand, der sonst immer so mit Argumenten kommt, sagt jetzt, ich habe zufällig schon mal mit einem geredet, der auch Spiele programmiert und der hat gesagt, das ist gar nicht so schwer. Ich habe den nämlich zufälligerweise auch schon mal gefragt, wie schwer ist denn das eigentlich, einen Schwierigkeitsgrad einzufügen? Weil die Frage hatte ich ganz zufällig nämlich auch mal. Halt's Maul, Digga. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade sind schwer. Aber bei Elden Ring nimmst du halt den Schaden der Gegner runter und den Schaden von dir hoch. Et voilà. Ist schon super viel Micromanagement. Ja, ja. Das ist nochmal 3 oder so. Also ich glaube, das ist halt auch ein bisschen zu kurz gedacht. Also wenn man mal so überlegt, was bei anderen Spielen tatsächlich verändert wird. Zum Beispiel bei Doom, glaube ich, war es so, dass wenn ein höherer Schwierigkeitsgrad gemacht wurde, wurde nicht nur der Schaden erhöht und verringert, sondern ich glaube, du hast auch weniger Munition gefunden, weniger Medipacks. Ich glaube, deine HUD wurde auch teilweise ausgeschaltet und so. Also ja, gut, theoretisch kannst du halt machen, dass die weniger Schaden machen. Würde aber weniger Sinn machen, sondern, ja genau, Spawn Rate, Geschwindigkeitssachen und so weiter, ne, da wurde richtig was umgestellt. Und ich denke, bei Elden Ring, da einfach nur zu sagen, ja okay, mach Schaden hoch und Schaden runter, so, ich glaube nicht, dass es damit getan ist. Ich glaube schon, dass das deutlich, deutlich schwieriger ist. Es ist machbar, machen ja auch andere Spiele, aber wenn du es wirklich vernünftig machen willst, dann machst du nicht nur Schaden hoch und runter, sondern das Spiel muss ja auch dementsprechend darauf angepasst werden, ne, zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel einfach sagst, okay, die Gegner machen weniger Schaden, dann ist die Frage, dann sollte es ja auch wahrscheinlich weniger Medipacks geben, so theoretisch an die Items müssen angepasst werden und so weiter. Also würde ich sagen, schon mehr als das. Boss und Gegner muss irgendwie gefeintuned werden, damit das Spiel auch das Spielerlebnis bietet, was geplant ist. Weißt du? Aber du könntest ja einfach eine Warnung machen, dass der Easy Mode einfach nur ein Haufen Scheiße ist. Yay, sowas hören Künstler gerne. Kannst du dein Meisterwerk bitte nochmal in Scheiße raussaugen? Weißt du, nicht so wie du es gedacht hast, sondern wie ich es gerne hätte? Danke. Leute wollen anderen vorschreiben, wie sie ihre Werke zu erschaffen haben und fühlen sich im Recht, weil sie hoch... Ja, ja, das wollen Leute tatsächlich machen, weil es schön ist, wenn KünstlerInnen inklusiv denken. Deswegen macht man das. Die Motivation dahinter ist eine andere.
wenn ich ja, sage, aber, ey, du Scheiße. Ich meine, die Frage ist aber auch, okay, also was ist denn jetzt eigentlich der Punkt? Geht es jetzt wirklich darum, dass zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, die zum Beispiel einen Controller nicht richtig halten können oder so, die vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt sind in der Bewegung mit der Hand, dass die Elden Ring zocken können? Also ich meine, okay, wenn du jetzt einen Easy-Mod machst, dann können die zwar auch spielen, aber theoretisch ist ja Elden Ring auch nicht nur zum Beispiel für Leute, die so eine Einschränkung haben, unfair, sondern auch für Leute wie mich. So, ich habe solche Games halt nie gezockt, ich würde damit wahrscheinlich auch nicht klarkommen und hätte wahrscheinlich auch nach einer Stunde keinen Spaß mehr, weil ich die ganze Zeit einfach sterbe. Also ich meine, das sind halt einfach dummerweise dann Games, die halt nicht für jeden irgendwie gemacht sind. So. Ne, das, also es gibt ja nicht nur Leute mit Einschränkungen, die daran keinen Spaß haben, sondern ich würde sagen, 80% der Gamer kommt darauf wahrscheinlich gar nicht klar, könnte ich mir vorstellen. Entwickler, mach mal das Lichtschwert rot, weil ich die Farbe rot sehr viel schöner finde als die Farbe blau. Dann kann man sagen, ja, der Pisser versucht gerade dem Entwickler klarzumachen, wie er sein Spiel zu machen hat. Aber wenn sich jemand hinstellt und sagt, ey, wäre ganz nice, wenn man Funktionen, die Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen inkludieren, einführen würde, dann hat das ja nichts damit zu tun, dass man dem Künstler sagen möchte, wie er sein Spiel zu machen hat, sondern dass man sich für eine Gruppe von benachteiligten Menschen einsetzt. Ja, dass man eine Minderheit, die derzeit exkludiert wird, versucht zu inkludieren. Ja? Sich für Barrierefreiheiten auszusprechen, ist nichts Negatives. Hochtrabende Wörter wie inklusiv oder ableistisch benutzen. Aber gerade das Wort ableistisch macht ja. Sich dafür einzusetzen, ist wie gesagt halt auch nicht schlecht. Das ist ja an sich gut. Klingt halt jetzt dumm, aber für den Entwickler macht es halt einfach keinen Sinn, da dann so viel Geld und Zeit reinzustecken, um das Game dann halt nochmal für 0,1% der Leute irgendwie anzupassen, auch wenn es halt dumm klingt, ne? Aber es ist nun mal halt einfach so. Und ich würde das halt auch nicht erwarten von Elden Ring, um ehrlich zu sein, das halt zu machen. Im Zusammenhang überhaupt keinen Sinn. Aber zu sagen, dass ein Spiel zu schwer ist und damit behindertenfeindlich, ist ja wiederum auch behindertenfeindlich, weil du damit ja sagst, dass Menschen mit Einschränkungen nicht in der Lage sind, Herausforderungen zu meistern. Es geht. Ja, okay, das ist jetzt ein Argument, was für mich eher in die Kategorie der Scheinargumente geht. Ja, muss ich auch sagen, ja. Weil, also es ist ja einfach so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Controller nicht richtig halten kann oder wenn ich jetzt mit dem Mund spielen muss, dann ist es ja auch klar, dass ich, also dann hat das ja nichts damit zu tun, ob ich die dass ich sage, Behinderte können die Herausforderung nicht schaffen, sondern sie können es einfach nicht. Es wäre genauso, wenn ich sage, ja, okay, wir haben jetzt hier zwar Rollstuhlbasketball, aber ganz ehrlich, der Typ im Rollstuhl kann ja auch im normalen Basketball mitmachen. So, ich sehe die Einschränkung nicht so, will der keine Herausforderung haben? Ne, also natürlich musst du da halt auch gucken, okay, was können die Leute leisten, so was ist denn überhaupt möglich? Denn niemand spricht ja für alle Menschen mit Behinderung und die das derzeit schon spielen und ich kenne da super viele, auch super viele Menschen, die auf Twitch unterwegs sind und Wheelie World zum Beispiel ist ein bedauerlicherweise querschnittsgelähmter Streamer, Top-Typ. Und der spielt auch Elden Ring, ne? So, mit seinem fucking Mund und einem Strohhalm. So, ich krieg das nicht mal mit dem Controller hin. Und der spielt das einfach mit seinem Mund. Und ich denke mir, wie krass bist du eigentlich? Ja? Das ist schon echt heftig. Das geht. Aber man sollte herausragende SpielerInnen nie als Maßstab für Barrierefreiheiten nehmen. Das ist ungefähr so, wie der Mensch mit Migrationsgeschichte, der eine Wohnung bekommt. Migrationsgeschichte? Sagt man jetzt nicht mehr Migrationshintergrund? Ist das kein normales Wort mehr? Und dann sagt man, ja Mensch, der hat's doch auch geschafft. So, warum sollen wir uns denn für Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen? Die mögen doch die Herausforderung. Nee, ist eher schwierig. Ja, das Argument von den SpaceWalks finde ich auch nicht gut. Weißt du, warum geht es doch gar nicht? Keiner kann rechtfertigen, wieso Games in 2022 keinen Farbenblindmodus, keine komplett einstellbare Tastenbelegung für Controller, die für Menschen mit Hilfe gemacht wurden. Oh, dankeschön. Features, die das Game langsamer takten. Und. Es gibt einfach wirklich Sachen, die absolut selbstverständlich sein müssten. Und die Diskussion geht in diesem Easy-Mode-Thema nur unter. Da machen es die Knallfrösche nicht besser, mit dem Problem herunterspielen. Ja, ich glaube, in den letzten Wochen ist mir eins aufgefallen, der Krieg der Ukraine ist eine wilde Brücke, aber hört mir zu, ich versuche es verständlich zu machen. Ich glaube, der Krieg in der Ukraine... Aber sowas wie zum Beispiel eine frei einschaltbare Tastenbelegung, also dass du selber die Tasten belegen kannst, wie du möchtest, das sind Dinge, die ich schon sehr sinnvoll achte auf jeden Fall. Ne? Safe, das ist auch nicht so schwer zu programmieren, du musst ja einfach nur... Also, ich, das ist jetzt ganz runtergebrochen, musst du einfach nur sagen, wenn ich den Knopf drücke, dann passiert das.
Und den muss ich ja einfach nur ändern können. Das ist, glaube ich, das geht noch. Das kriegt man, denke ich, mal noch hin. Ist so unendlich grausam, dass wir uns in unserer jetzt zerstörten Naivität und in unserem zerstörten pazifistischen Denken so hart gekränkt sehen, dass wir kein Auge mehr haben für Probleme, die uns kleiner erscheinen. Ich glaube, dass wir irgendwie alles mit dem Krieg vergleichen und dann sagen, ey, also tut mir leid, aber Barrierefreiheit, wer hat denn da Zeit für, wenn Europa angegriffen wird? Antirassismus, so, wer hat denn da Zeit für, wenn Europa angegriffen wird? Schwarze Menschen, die an der Grenze nicht durchgelassen werden, wer hat denn da Zeit für, wenn Krieg in Europa ist? Versteht ihr? So, die ganzen Themen werden derzeit so im Bild-Zeitungsstil einfach nur abgewischt. So von rechts und links. Die Leute sagen, ach komm, was soll denn das, Alter? Der hat dem eine Schelle gegeben. Wer spricht sich jetzt gegen Gewalt aus? Was bist denn du für einer? Ist ein Krieg in Europa. So. Ja, ganz, sehr ganz weirder viel Vergleich. In meinem Wahrnehmungsfeld geht zurück zur, in meinen Augen, wirklich gefährlichen toxischen Männlichkeit. Es ist schwierig für mich. Natürlich, die toxische Männlichkeit haben wir jetzt auch auf jeden Fall wieder drin, meine Freunde. Mal schauen. Das ist schwierig für mich. Und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Hab da auch ein bisschen Verständnis für. Und ich glaube auch, dass ich sehr privilegiert bin, weil ich sehr viel Zeit habe, mich in solche Dinge reinzulesen. Und weil ich sehr wohl weiß, dass das viele nicht tun, nicht können und dafür. Ja, zum Glück hat er noch die Brücke zur toxischen Männlichkeit geschlagen. Sonst wäre auch wirklich vorbei. Also, dann nicht du kannst ja den Krieg in der Ukraine nennen, ohne zwei Sätze später über toxische Männlichkeit zu sprechen. Das geht nicht. Haben. Und dann ist es klar, dass da unterschiedliche Wissensstände sind, aber bei den Spacefox zum Beispiel zählt es jetzt nicht. So, die Spacefox haben genauso viel Zeit wie ich. Wir haben den gleichen Beruf. Und die haben sich Zeit zu informieren, bevor sie so ein Video veröffentlichen. Naja, also die machen sich die Mühe, ein Video zu skripten, das Ganze aufzunehmen, zu schneiden und du startest den Stream und redest einfach. Ich weiß nicht, Bro, also ich glaube, die Spacefox arbeiten ein bisschen mehr als du. Geht ja um die Herausforderung, sich selbst zu challengen. Manche brauchen für den Boss 10 Versuche, andere Leute wie ich wahrscheinlich 1000. Aber jeder ist eingeladen, diese Herausforderung anzunehmen und auf seine individuelle Art und Weise zu meistern. Und sorry, Noob zu sein ist keine Behinderung. Kleine Ergänzung, es gibt natürlich noch eine... Was toxische Männlichkeit? Ich bin ja auch ein Mann und war nicht zu Leuten gemein, bin da gar nicht toxisch. Immer diese Verallgemeinerung. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Kappa ist oder ob du das ernst meinst. Eine andere Art von Gatekeeping. Und zwar, dass Leute anderen vorschreiben wollen, wie sie das Spiel zu spielen haben. Ah, du darfst diese Technik nicht benutzen, damit machst du es dir viel zu leicht. Ja, und übrigens, es gibt auch Mods, ne? Also, falls jetzt das Spiel zu schwer ist. Just saying. Aber was würde für From Software raus... Richtig. Scheißbehinderter. Mach doch mal erstmal, lad dir doch erstmal ein bisschen Software und ein bisschen Mods runter, bis du das Spiel spielen kannst, du Arschloch. Was soll denn das? Springen, wenn sie drauf eingehen. Hier wird's schwierig. Sie haben ja Erfolg. Sie verkaufen ihre Spiele sehr gut. Also, warum? Du bist farbenblind, lad dir doch einen Mod runter. Kauf dir doch mal einen Bildschirm, der das für dich macht. I don't know, das ist... Ich glaube, hier wird vergessen, dass sich niemand dafür einsetzt, einen Easy-Mode zu machen. So, mir ist das Spiel auch zu schwer und deswegen spiele ich es nicht. Find's auch immer lustig, wie er sagt, ja, es will sich ja gar keiner dafür einsetzen, aber anscheinend ja doch. Also, den Spacebox geht es ja genau darum gerade. Ich find's mal geil. Nein, also in meiner Welt kommt das nicht vor, das hat noch keiner gesagt. Deswegen dürft ihr das auch nicht als Argument nehmen, weil es gibt niemanden auf der Welt, der das behauptet. Da geht's darum, dass Menschen mit Behinderung und Menschen, die für die Barrieren genommen werden müssen, nicht inkludiert werden. Und das hat nichts mit Fähigkeiten zu tun. Um was ändern. Seht ihr diesen Graphen? Der geht schön nach oben. Und das soll er auch weiterhin. Wir brauchen mehr Wachstum. Wir werden bereits von Hardcore-Gamern gezockt. Aber was ist mit Babys, kleinen Mädchen und Rentnern? Mhm. Und genau deswegen brauchen wir mehrere Schwierigkeitsgrade. Emotes mit TikTok-Dances und saisonale Veranstaltungen. Aber mit der ganzen Mehrarbeit verschiebt sich dann doch sicher der Release, oder? Bist du dumm? Verschiebt sich das Weihnachtsgeschäft? Ich glaube nicht. Das ist die eigentliche Art. Da muss ich auch wirklich sagen, da fällt es mir sehr schwer, dass das da... Dekadent bietet, Spacewalk so bietet eine Lösung an Dekadent, ja, aber das will keiner. Ja, also ich meine, natürlich kannst du von Leuten... Ja gut, das eigentlich ist tatsächlich die Frage, kannst du von Leuten erwarten, dass sie sich zum Beispiel, wenn ich jetzt halt farbenblind bin, dass ich mir vielleicht extra einen Bildschirm hole, der dafür ausgelegt ist? Ich würde sagen, kommt drauf an, ob das viel teurer ist oder nicht. Wenn das der gleiche Preis ist, okay, dann ist es halt in Ordnung. Wenn es viel teurer ist, ist es natürlich halt nicht so gut. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch sagen, wenn du jetzt zum Beispiel halt eine Behinderung hast, dann kannst du ja auch irgendeinen Billigrollstuhl für 80 Euro nehmen, der von der Krankenkasse bezahlt wird. Oder du nimmst halt einfach dein eigenes Geld in die Hand und kaufst dir vielleicht einen guten für 10.000 oder so. Na, also das, da musst du ja auch dann wieder selber Geld für ausgeben, um dann besser durchs Leben zu kommen, sag ich mal. Ne? Einen positiven Flair für das Video zu empfinden.
Angst, die ich oft mitkriege, dass die ursprüngliche Zielgruppe vernachlässigt wird, um neue Zielgruppen zu erreichen und das Werk dabei halt vermainstreamt, verpoppt, heruntergewaschen wird. Aber gut, was ist überhaupt Mainstream? Wo ist dieser Mainstream? Ich weiß, welche Mainstream-Firmen vor allen Dingen als Mainstream sehen und es ist der amerikanische Mainstream. Wie oft kann ich noch Mainstream sagen? Mainstream. 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 Das ist halt auch einer, dass Firmen ihre Produkte komplett auf die Vereinigten Staaten der USA auslegen und dabei den Rest der Welt vergessen. Betrachten wir dafür mal eine andere Diskussion. Herr der Ringe. Oder die Ringe der Macht. Da gab's eine große Aufregung aufgrund dieses Bildes. Seht ihr das Problem? Ja, richtig. Kein Bart. Ah. Gimli hat im Herr der Ringe gesagt. Die Leute denken, es gibt keine weiblichen Zwerge, weil die so bebartet sind, dass man sie nicht auseinanderhalten kann. Okay, das stimmt nicht. Es ging um Hautfarben. Und die Diskussionen um Hautfarben sind immer sehr merkwürdig. Hautfarben sollten doch egal sein. Deswegen solltest du es so akzeptieren, wie ich es gerne hätte. Ich finde den Streit in der Tat sehr albern. Ein Hobbit wird ja nicht aufgrund seiner Hautfarbe zum Hobbit, sondern weil ein Hobbit ein Hobbit ist. Der Herr der Ringe ist ja sehr symbolisch. Und der Hobbit steht buchstäblich für den kleinen Mann, der sich nicht mit den Problemen der Welt beschäftigen will, sondern lieber Pfeife raucht und Kürbisse pflanzt. Weshalb die Hobbits auch gut als Ausgangsfigur für die Abenteuer sind. Ich kann mich sehr gut mit haarigen Füßen identifizieren. Würden sie jetzt aber den Charakter eines Hobbits anders machen, nur weil eine andere Hautfarbe hat, das wäre cool. Aber genau das ist das, was die Leute befürchten. Also nicht, dass sie rassistische Stereotypen einfügen, sondern dass sie Charaktere einfügen und ändern, weil sie der Meinung sind, dass so ein Charakter drin sein muss, damit Zielgruppe XY angesprochen wird. Ja, da geht es nicht um Zielgruppen, glaube ich. Ich glaube, es geht darum, dass man sehr wohl... J.R. Tolkien hat die Bücher geschrieben, wann? Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die veröffentlicht, die Herr der Ringe-Dinger? Wann hat er die geschrieben? Im 18. Jahrhundert? 19. Jahrhundert? Ich weiß es gar nicht. Ist das so alt? Also, die sind 1954 kam Herr der Ringe raus. Also, ja, okay, 1954, gut. Jetzt war natürlich die Welt 1954 eine andere. Und deswegen... Warte, will ich mal kurz gucken, weil hier war nämlich der Kommentar. Es geht darum, wie Rick 10 Sekunden vorher auch gesagt hat, darum, dass keine POCs dabei sein, also People of Color dabei sein sollen, sondern eben um die Angst, dass die Charaktere auch so abgeändert werden, dass sie nicht mehr wie in den Büchern sind. Ja. Finde ich es auch sehr zeitgemäß, wenn man gewisse Dinge anpasst. Und dazu gehört eben Inklusion. Ja, ich meine, Karl ist zwar wirklich sehr intelligent und liest sich auch immer sehr viel rein, aber... Ja, jetzt zu wissen, dass 1954 das 20. Jahrhundert ist und nicht das 19. oder 18. Jahr, ist schon schwierig. Sichtbarmachung. Ja. Ich weiß nicht, ob man ständig sagen muss, naja, im Buch waren keine Schwarzen, also warum ist da jetzt ein Schwarzer in der Serie? Ja, aber es ist 1954 war das mit Schwarzen auch so ein Problem, ne, auf diesem Planeten. Das war, ne, ja. Hier muss man eine Sache erwähnen. Christopher Tolkien, der Sohn von Tolkien, der das Vermächtnis seines Vaters strengstens kontrolliert hat und ganz genau darauf aufgepasst hat, dass es nicht verändert wird in eine Richtung, die nicht im Sinne Tolkiens ist, der ist tot. Seit 2020. Der ist genau Anfang Pandemie weg. Der ist genau richtig gestorben. Er ist uralt geworden, das ist nicht böse gemeint. Und Amazon hat buchstäblich ein Inclusions-Playbook, was den Serienproduzenten vorschreibt, wie sie Charakter schreiben müssen. Wie sie casten und wie Ethnien, Minderheiten, LGBTQ-Charakter dargestellt werden sollen. Bis hin zu sowas, dass homosexuelle Charaktere von homosexuellen Schauspielern gespielt werden sollen. Wogegen sich... Ja, das ist... viele Schauspieler jahrelang gewehrt haben, weil... Also, das hat... Guck mal, oh, da hole ich jetzt weit aus. Das kommt... Wisst ihr, warum Blackfacing ein Problem ist? Ich sag euch, warum Blackfacing ein Problem ist. Blackfacing ist ein Problem, weil im Kabarett in Amerika schwarze Menschen von Weißen gespielt worden sind. Und dort wurden dann schwarze Menschen sehr pointiert und übertrieben und stereotypisch dargestellt. Obwohl es schwarze Menschen gab, die man hätte nehmen können. Dieser Trend hat sich fortgeführt. Heißt, man hat, obgleich man schwarze Rollen hatte, diese mit Weißen besetzt. Deswegen ist Blackfacing ein Problem. Jetzt ist es so, dass wenn es homosexuelle SchauspielerInnen gibt, man diese ja auch für homosexuelle Charaktere casten kann. Ich würde dafür jetzt nicht auf die Straße gehen, aber ich bin auch nicht homosexuell. Ich weiß nicht, inwiefern das ein Riesenproblem ist. Aber sowas finde ich halt, also das mit der Hautfarbe, okay, das kann ich halt noch verstehen, aber mit der Sexualität, ich weiß nicht. Das ist mir schon einer zu viel. So, es ist halt, so wie es Dark Reaper halt auch schreibt, so, ne, dass, also die Schauspieler spielen ja nicht nur die Sexualität, sondern halt einfach die Filmrolle an sich. Und ich finde, die Filmrolle in einem normalen Film, der jetzt nicht gerade ein Porno ist oder so, so, der Charakter sollte normalerweise nicht auf die Sexualität reduziert werden. Also vollkommen egal, ob das jetzt homo, heterosexuell, transsexuell oder sonst irgendwas ist. Also der Charakter sollte ja noch andere Eigenschaften haben, außer seine Sexualität.
Und deswegen finde ich halt das auch lächerlich, halt zu sagen, ja, okay, nee, aber wir haben jetzt hier eine homosexuelle Rolle, das muss auch ein Homosexueller spielen. So, weil man sollte einfach die Person nehmen, die insgesamt am besten für die Rolle geeignet ist. Und wenn das halt jemand ist, der auch homosexuell ist, okay, dann ist das halt gut. Aber wenn du jetzt den perfekten Schauspieler hast für die Rolle, aber der ist nicht homosexuell, dann kann ich den doch trotzdem nehmen. Also sowas, finde ich, ist halt schon wieder too much. Ich meine, die andere Frage, die sich halt auch stellt, ist ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung, haben zum Beispiel homosexuelle Schauspieler es schwieriger, generell Filmrollen zu bekommen? So, das muss man sich ja auch fragen. So, weil ich glaube, kein homosexueller Schauspieler wird sich hinstellen und sagen, oh, aber ich will aber eine Rolle, wo ich auch einen Homosexuellen spiele. So, das wird denen kackegal sein. Solange der sein Geld bekommt, solange der vielleicht ein cooles Projekt da unterstützen kann oder da mitmacht, so wird er auch eine Rolle von einem Heterosexuellen nehmen. Also ich finde, solche Sachen zum Beispiel gehen für mich halt einfach zu weit. So, ne? Und das, ich meine, das mit der Hautfarbe und so zum Beispiel, ne, dass man natürlich versucht, auch dass zum Beispiel halt mehr Leute mit zum Beispiel einer schwarzen Hautfarbe oder mit aus anderen Ethnien oder so in Film einzubinden, finde ich halt auch richtig gut. So, aber ich finde immer so dieses, dass man zum Beispiel gezwungen ist, sowas zu machen. Also das ist ja da auch dieses Creator-Book. So, wenn ich jetzt irgendwas einreichen möchte bei Amazon, so, ich weiß ja vorher schon, ich muss das machen, egal ob ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Schauspieler im Hinterkopf habe, der das jetzt machen kann oder nicht, muss ich das genauso machen. Und weiß ich nicht, ob man, das ist halt so, das ist wieder so dieses so Gezwungene, sag ich mal. Nachvollziehen, warum das ein Problem sein könnte. Also kritisiere ich das doch nicht. Weil sie als Homosexueller nicht nur homosexuelle Charaktere spielen wollen, sondern halt alles. Sie sind ja Schauspieler, die spielen Rollen. Ja, sie wollen vor allem nicht auf ihre Sexualität reduziert werden. Das auch. Guckt man sich jetzt den Trailer an, wirkt es sehr divers und weiblich. Und wir wissen, Rick hasst Frauen, deswegen mag er den nicht, den Trailer. Hasse diverse Frauen. Ja. Und die Sorge ist, dass sie sich jetzt nur an diesem Playbook orientieren oder was die Marketingabteilung sagt, à la, oh, wir müssen das noch reinpacken, wir müssen dies noch reinpacken, das muss repräsentiert werden. Anstatt einfach zu versuchen, Tolkiens Welt auf die Leinwand zu bringen, ihre eigene Version zu machen, die sich vor allen Dingen an den amerikanischen Mainstream-Pop-Shit halt orientiert. Ob es im Endeffekt so ist, oder es einfach nur eine Marketingstrategie ist, weil man... I don't know. Ich find's in Ordnung, wenn man Werke modernisiert. Insbesondere, wenn diese Modernisierung antirassistisch und inklusiv ist. Da finde ich nichts schlimm dran. Versuche nachzudenken, was da problematisch sein könnte, aber... Ja, das finde ich aber auch. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt... Nehmen wir mal an, ich habe jetzt halt einen älteren Film oder ein älteres Buch, was ich jetzt halt neu verfilme und du findest halt einen perfekten Schauspieler, der ist halt schwarz, ist ja super. Also, dann nimm den doch. So. Ne, das schon auf jeden Fall. Ich denke, um was es denen halt eher geht, was, glaube ich, Karl auch nicht so ganz versteht, ist, glaube ich, auch das, was der hier schon in die Kommentare geschrieben hat. So, es geht jetzt nicht darum, dass ein weißer Charakter jetzt unbedingt schwarz ist oder so, sondern halt darum, dass sie halt einfach nicht mehr so sind, wie halt in den Büchern beschrieben, um halt in den Mainstream zu passen. So, ne, und muss man sagen, ja, kann man schon kritisch sehen, je nachdem, was denn da geändert wird. Bildern einfach eine riesen Twitter-Diskussion auslöst, wissen wir nicht. Ich meine, die Herr-der-Ringe-Trilogie ist ja so fantastisch, weil sie es geschafft haben, das zeitlose Buch in einen zeitlosen Film zu verwandeln, der halt nicht vom Pop-Culture trieft, sondern von der Herr-der-Ringe-Symbolik, den Gedanken von Tolkien, die halt zeitlos sind. Wusstest du, dass es nicht Triologie, sondern Trilogie heißt? Wusstest du, dass ich nicht richtig lesen und schreiben kann? Und auch nicht richtig sprechen? Der Herr der Ringe ist die absolute Definition von Trendsetter. Herr der Ringe hat buchstäblich das Fantasy-Genre erfunden. Und die Filme haben den Studios klargemacht, dass das Fantasy-Genre auch als Film funktioniert. Und bisher ist der Herr der Ringe das einzige Fantasy-Universum, was noch nicht in irgendeinen amerikanischen Pop-Shit verwandelt wurde. Von daher Die nutzen gerne Beispiele, bei denen laut ihnen wegen der Inklusion das Endprodukt mies war. Ja, die gibt es ja auch. Die gibt es ja auch. Und ich glaube, dass man da auch drüber sprechen sollte, dass Menschen eben, dass wir noch nicht so weit sind in vielen Fällen. Und dass viele Fälle so, dass in vielen Fällen Menschen zur Inklusion gezwungen werden. Und da kann man drüber sprechen, ob Menschen nicht irgendwie auch sich mal einen Fick dafür interessieren sollten, warum denn überhaupt inkludiert werden sollte. Und warum zwingend notwendig inkludiert werden muss. Oder nimmst du jetzt wieder mal Star Wars und Ghostbusters als zwei Serien oder Filmserien, Filmwelten, die ich fantastisch finde und die für mich zerstört worden sind. Unter anderem auch wegen Inklusivität. Ja? Die gibt es, aber deswegen macht es Inklusion nicht falsch. Verstehe ich die Angst, dass das jetzt mit der Serie passieren wird. Ich hasse es, dass sie Mainstream und Pop-Shit als sowas Negatives nutzen. Ja, ich weiß auch nicht, was da ist. Ist jetzt Inklusion von Minderheiten was Negatives? Also ist das jetzt so, ey, wir wollen, ich glaub, dass so Schwarze ist das nicht mehr wie Dreck behandelt werden? Ich glaube,
da wird den Space Fox halt eher wieder was in den Mund gelegt, was halt die jetzt nicht wirklich damit aussagen wollten. Das finde ich scheiße. Oder um was geht's jetzt hier? Alles in so einem amerikanischen... Und alles für den amerikanischen Mainstream runterzuwaschen, ist auch nicht wirklich inklusiv. Nehmen wir doch mal The Witcher. The Witcher ist ja ursprünglich eine Buchreihe von Andrzej Sapkowski. Ja, ja. Der die slawische Folklore in ein Fantasy-Universum eingebaut hat. CD Projekt hat sich dann die ganzen Rechte daran gekauft und ihre Videospielreihe gemacht. Und wie die meisten da draußen auch, sind wir auf die Reihe mit The Witcher 3 The Wild Hunt gestoßen. Und für uns hat es einfach eine geniale Atmosphäre erschaffen von so einem richtig düsteren, depressiven, europäischen Mittelalter. Mit übelst creepy Fantasy-Elementen. Alter, die Quest mit dem Link, Baron und seinem Baby. Wir kennen sie alle. Und dann kam Netflix und dachte sich, zu viele Weiße. Und jetzt haben wir so eine runtergewaschene US-Mainstream-Serie mit Kulissen, die aussehen, als hätte gerade eben Holy shit, bist du bescheuert? Witcher-Serie ist fantastisch. Freizeitpark aufgemacht. Es ist darauf ausgelegt, der breiten Masse des Westens zu gefallen. Und deswegen. Hä? Ich kenne den Serien nicht. Wird es wahrscheinlich auch vielen von euch gefallen. Und es ist ja auch. Weil. Ist das, weil Marigold schwarz ist? Mögen die Serie nicht, weil. Also da verstehe ich auch gerade irgendwie die Aussage jetzt nicht. Also die sagen halt ja, die finden die Serie nicht gut, weil die halt irgendwie zu poppig Mainstream-mäßig ist und sagen dann so, ja, aber wahrscheinlich gefällt es deswegen vielen von euch. Aber also das ist ja irgendwie kein Argument. Also auch etwas, was ja in den Mainstream kommt, kann ja trotzdem gut sein. Das ist jetzt kein Argument zu sagen, oh, du gehst in den Mainstream, das ist schlecht. Die Serie ist für Witcher-Fans eben nicht fantastisch. Ja gut, ich weiß nicht, ich habe das Spiel irgendwie 2 Stunden gezockt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Völlig in Ordnung. Aber wir persönlich vermissen einfach die Essenz von Witcher. Und Kultur aus diesem Bereich Europas ist im Mainstream-Stream nicht gerade häufig gesehen. Das ist interessant. Und damit... Was hat denn jetzt bitte The Witcher mit der slawischen Kultur zu tun? Weiß der, dass auch in Osteuropa keine Menschen gegen Drachen kämpfen? Passiert, was eigentlich schon seit Jahren passiert. America Washing. Es wird eine erfolgreiche ausländische Serie, Film oder Geschichte genommen und dann als amerikanisches Remake nochmal gedreht. Die Figuren werden aber natürlich samt Hautfarben angepasst, um für den amerikanischen Markt attraktiver zu sein. Und früher hieß das natürlich, dass alle Hauptfiguren weiße Männer sein müssen. Was natürlich dumm ist. Und natürlich müssen die auch alle aus Amerika stammen. Ja, aber ich weiß nicht. Also er sagt jetzt ja quasi so, ja okay, das ist jetzt, um für den amerikanischen Raum gut zu sein, gibt es halt jetzt halt schwarze Schauspieler in den Hauptrollen. Also ich weiß nicht, mir ist das doch scheißegal. Also, was juckt mich das, welche Hautfarbe die Person hat? So, ich weiß nicht, also ich verstehe jetzt den Kritikpunkt irgendwie gerade nicht. Selbst bei Geschichten wie The Last Samurai, denn die Figur, auf der es eigentlich basiert, waren Franzosen. Apropos Franzose, die mussten ja auch unbedingt den Film Ziemlich Beste Freunde nochmal remaken. Das war richtig nötig. Echt? Warte mal, es gibt einen neuen Ziemlich Beste Freunde-Film? Der ist doch erst 10 Jahre alt, oder? Nein, der ist doch nicht 9, oder? Das ziemlich beste Remake aller Zeiten. Nein, oder? Ist das wirklich neu? Ich hab davon noch nie gehört. Nein, oder? Richtig nötig. Warum mögen Amerikaner keine Franzosen, hä? Die Franzosen zu hassen ist unser fucking Job, Mann. Aber der Markt hat sich mittlerweile geändert. Man besteht nicht mehr auf männliche, weiße Hauptrollen. Aber nach wie vor werden Geschichten für den amerikanischen Markt umgewandelt. Das ist dieselbe Arroganz wie vorher. Sie nehmen fremde Geschichten, passen sie für den eigenen Markt an und streichen effektiv fremde Kulturen raus. Wir verstehen ja, dass Leute einen Easy-Mode haben wollen. Und wir verstehen auch, dass Leute repräsentiert werden. Aber Diversität fängt bei den Künstlern an, indem man den Künstler machen lässt. Sodass wir Kunst von verschiedenen Köpfen haben, wo dann jeder etwas finden kann, was ihnen anspricht. Und nicht ein so ein Ding, was versucht... Ja, nee, sorry, aber da müssen wir kurz mal über Machtgefälle sprechen. In einer Welt, in der weiße Männer Macht haben, entscheiden weiße Männer, was cool ist. Also einfach nur die Künstler machen lassen, funktioniert sehr schlecht, wenn es wenig schwarze Künstler gibt, die von Weißen gepusht werden. Deswegen ist Inklusion teilweise auch forciert sehr wichtig. Und das geht nicht nur mit POCs, sondern auch mit Frauen so. So, deswegen ist eine Frauenquote was Gutes. Die Frauenquote ist gut, weil es Frauen in einer von Männern dominierten Welt sehr schwer haben, aufzusteigen. Und deswegen muss das forciert geschehen. Über die Frauenquote müssen wir auf jeden Fall nicht reden. Bin gegen Inklusion, nein, aber die Frauenquote lassen wir jetzt einfach mal weg. Aber ja, an sich würde ich Karl bis auf die Frauenquote da auf jeden Fall sogar zustimmen. Also ich denke auch, dass Schwarze ist halt, zum Beispiel schwarze Schauspieler ist logischerweise halt irgendwie einfach das Schwere haben, eben aus den Gründen auch, die er gesagt hat, ne, dass halt einfach andere Leute da halt dominieren und
man da halt schwerer hochkommt. Also klar, es gibt ja auch schwarze, erfolgreiche Schauspieler, ne, das will ich gar nicht verneinen, aber trotzdem ist es natürlich da halt schwerer. Also deswegen, es macht ja schon auch Sinn, einige Hebel in Bewegung zu setzen, damit solche Leute halt eher auch mal an solche Rollen kommen oder leichter an solche Rollen kommen. So, ne? Man muss immer nur gucken, wie weit man das Ganze treibt. Ne? Aber so grundsätzlich finde ich auch, dass es halt nichts Schlimmes ist. Und wie gesagt, also mir ist es grundsätzlich auch scheißegal, ob der Hauptcharakter jetzt, wenn er in einem Buch weiß ist, wenn er in einem Film schwarz ist, ist es mir egal. So, dann ist das halt so. Mein Gott, wen juckt denn die Hautfarbe? Damit Frauen zukünftiger Generationen Vorbilder haben, an denen sie sich orientieren können. Das ist relativ einfach. Du musst erstmal ein paar in diese Rolle forcieren, damit andere ihrem Vorbild folgen. Das ist normal, das bedauerlicherweise. Und ich finde da auch nichts Schlimmes dran. Wenn Bücher aus einer Zeit, wo Schwarze eben nicht so wirklich gern gesehen worden sind, nur Weiße beinhalten, dann kann man bei so einer Verfilmung aus 2022 sehr gerne auch mal einen Schwarzen da reinpacken. Um zu sagen, ey, übrigens, der Schwarze, der ist im Buchoriginal nicht da, sondern der ist da auch weiß. Und jetzt heißt es warum? Weil das damals ziemlich rassistisch war. Alles. Der Planet. Und so. Und wir das nicht mehr sein wollen. Alles in sich zu vereinen, dabei aber einfach nur so ein fader, hochkommerzieller, amerikanischer Mainstream-Pop-Scheiß. Gleichberechtigung ist gut, aber Überkompensation macht das Ganze nicht besser. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du 1967 geboren bist. Und wenn das der Fall ist, Bruder, bei aller Liebe, du hast deinen Soll getan zur Gesellschaft. Bitte lass jetzt Leute, die die Zukunft formen wollen, ans Werk. Ja? Cringe! Kackbrei ist. Bar. Und dabei gibt es kein Zeitalter, was besser ist als das jetzt gerade. Wo wir so viele kleine Künstler haben, die nur darauf warten, dass ihr Werk entdeckt und gelesen wird. Und Kulturen repräsentieren, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt existieren. Ich finde es einfach sau faszinierend, wie Leute rumrennen und Zeit darin investieren, anderen Leuten vorzuschreiben, was sie zu verkunsteln haben und was nicht. Und das nur aufgrund oberflächlicher Promobilder. Und dabei aber dasselbe machen, was schon seit Jahren passiert. Aber hey, es ist okay, wenn wir es machen. Was ist eure Meinung dazu? Freut ihr euch auf die Ringe der Macht? Wir haben bestimmt noch weitere Videos, die dazu passen, die ihr euch angucken könnt. Es tut mir leid, aber ich fand das Video sehr meh, sehr schwach. Das ist so dieses krampfhafte Edginess für White Boys. In welchem Umfeld müssen die letzten Jahre eigentlich gelebt haben, dass sie einfach deutsche Lidl-Version von amerikanischen Rechten geworden sind. Ich glaube tatsächlich, dass die sehr viel konservativen Right-Wing-Shit aus Amerika gucken, ne? Und sich daran inhaltlich orientieren, was ein heftiges Problem ist. Also machen die tatsächlich, glaube ich. Und dann musst du dir überlegen, dass sie in einem Video American Pop Culture kritisieren und dann einfach amerikanische Republikaner, Konservative, inhaltlich kopieren. Wer amerikanisiert denn jetzt? Ja, eben. Denn alles, was irgendwelche Republikaner sagen, ist grundsätzlich immer falsch. Was sind die Republikaner? Das weiß man. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, also ich fand jetzt die Reaction von Kyle teilweise auch nicht gut. Fand aber auch das Video von den Space Rocks jetzt nicht wirklich stark, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also ich habe jetzt tatsächlich Schlimmeres erwartet. Also in vielen Punkten kann ich auf jeden Fall eher mit Kyle zustimmen, als von den Space Rocks, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und ja, es tut sehr weh, das zu sagen. Es tut sehr weh.